Guten Abend, meine Damen und Herren. Im Düsseldorfer Prozess um die Ermordung von mindestens 250.000 Häftlingen des ehemaligen Konzentrationslagers Majdanek wurden heute die Urteile gesprochen. Eine Angeklagte erhielt lebenslange Haft, ein Beschuldigter wurde freigesprochen. Die weiteren 7 Angeklagten erhielten Freiheitsstrafen zwischen 3 und 12 Jahren. Die Urteile lagen deutlich unter den Strafanträgen der Staatsanwaltschaft. Deshalb gab es im Publikum lautstarke Proteste. Schon in den frühen Morgenstunden hatten sich Demonstranten vor dem Düsseldorfer Landgericht aufgestellt. Am 474. Verhandlungstag sollte der längste Strafprozess der Nachkriegsgeschichte mit dem Urteil gegen 9 Angeklagte zu Ende gehen. Nur die 61-jährige Hermine Reihen wurde wegen gemeinschaftlichen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Bei Hildegard Lechert, der sogenannten blutigen Brigida, blieb das Gericht mit 12 Jahren unter dem Antrag des Staatsanwaltes, ebenso bei den übrigen verurteilten Angeklagten. Aus Beweisnot nach so langer Zeit klang immer wieder durch. Ein zu mildes Urteil, meinten Demonstranten im Saal und draußen. Eine Frau, deren Familie im KZ umkam, griff den Gerichtsvorsitzenden.